Servus Leute, willkommen zurück zum FM17. Was geht ab hier? Krauer ist wieder da und Leverkusen, Freunde, Leverkusen. Kannst du mir ein paar körperliche Attribute trainieren? Was hättest du denn gerne, hör mal? Heiko, schreib in die Kommentare, was du gerne hättest. Können wir gerne einrichten, mein Lieber. Super Part wie immer, wann kommen eigentlich wieder Livestreams? Jungs, Livestreams geht ja gar nicht, das wisst ihr ja. Was ich euch anbieten kann, einfach so eine Talkrunde, wenn ihr Bock habt. Schreibt das in die Kommentare. Oder wir machen es einfach mal. So eine Talkrunde, dann können wir, dann streame ich halt nur das, was ich so sage. Und dann können wir so diskutieren. Ja? Das könnte man machen höchstens. Ich glaube, Christian Bruns, den werden wir, glaube ich, nach Hause schicken. Christian, wenn du das siehst, dann, oder wartet mal. Weil ich habe hier gleich noch was. Den Discord-Link habe ich unter dem letzten Video gepackt. Unter diesem packe ich den auch wieder. Wochenende war doch geiler, sagt der, also sagt der Baba, weil jetzt Urlaub ist. Urlaubswoche, schönen Urlaub wünsche ich dir. Achtung, Spoiler, sagt der Duty, stark 5 Minuten reichen gegen Frankfurt. Zum Sieg, so macht das ein Top-Team der Bundesliga. Ja, und unsere Schalke auch demnächst wieder, hör mal. Treffen wir jetzt auf Leverkusen, ne? Auch. Dotti, überragend, Krauer, lange Zeit spannend, aber doch irgendwie gewonnen. Ist so, sagt er, ist so. Geiler Typ, jeden Tag immer richtig geile Party im Discord. Grüße an Niklas und Dominik, der eigentlich tettert, und Olaf, Olaf. Der vergangene Bundesliga-Spieltag war echt spannend. Aber noch viel spannender für mich wird der Abstiegskrimi morgen von meinem FCK gegen Darmstadt, ja. Timo, da ich ja das Let's Play habe mit Lautern, geht mir das auch an die Nieren, hör mal. Richtig traurig. Ich hoffe immer noch, dass der FCK da unten rauskommt. An alle Abonnenten hier. Johannes, FCK-Fan erster Stunde. Das wird wieder. Glaub mir. Ja, stimmt. Das war eine Aktion mit den Linienrichter, yo. Aber war irgendwie schon eine Arschloch-Aktion von den Schalkern. Naja, egal. Wenn man auch solche Spiele gewinnt, wo man eigentlich, wie man so schön sagt, nicht gewinnen kann, dann bin ich echt gespannt, wo die Lausitzer am Ende der Saison stehen. Ja, wollen wir mal sehen, wo wir da sind, wa? Was ein Spiel, du solltest meine Jugendmannschaft ein paar Schwächere entfernen. Die B-Jugend ist ziemlich voll. Alles klar, werden wir gleich mal gucken. Alle, die ich entferne und die das Video sehen und alle Videos sehen immer, ja? Einfach in die Kommentare wieder schreiben, dann vergebe ich wieder neu. Weil es gibt keine neuen Leute mehr, die irgendein Spiel haben wollen. Und die Alteingesessenen, die kriegen dann gerne einen wieder, wenn sie den nicht mehr wollen. Den ich rausschmeiße, ne? So. Dorf Marzia möchte gerne einen haben. Ja, der kriegt gleich auch einen. Machen wir gleich. Und dann, Bundesliga war schön. VfB wieder mit einem Dreier unter Korkut. Ja, ist doch schön, dass sie gewinnen können. Korkut, haben ja viele spekuliert, ne? Über diesen Trainer. Wieso holt VfB Stuttgart so einen Trainer? Was muss ich heute lesen? Der geile Bruno ist wieder da. VfL Wolfsburg holt sich Bruno. Geilo, Mann. Schlabberdier. Hör mal. Ich habe ja nichts gegen den, aber ist schon ein geiler Bock. Geiler Typ. Was sagst du zu dem Banner von Frankfurt wegen Montagsspiel? Ja. Wer mag schon Montagsspiele? Bin ich ganz ehrlich. Und auch die Aktion mit den Tennisbällen. Einfach krass, oder? Wie kommt sowas im Stadion? 2000 Pakete Toilettenpapier und 5000 Bälle. Ja? Ja, gehen wir mal in die Jugendmannschaft rein und dann löschen wir mal hier. Zack. Erstmal hier, wir haben ja alles gelöscht. Bam, erstmal hier raus. Horn, Ipetski, wie viel Kürbisse haben wir denn da, wollte ich sagen. So, Gutierrez. Ja, Gutierrez. Die gehen ja eh alle hoch hier, ne? Braucht man die eigentlich gar nicht rausknallen. Da gehen so viele hoch. Boah, Steffen Schäfer, 62. Guck dir das an. Die sind echt viele, habt ihr schon recht. So, Martinelli noch 2 Spiele gesperrt. Das Einzige, was man halt so machen könnte, wäre... ja, guck mal hier, Hellerino, der hat auch schon... Der hat auch schon gute Werte. Das ist so krass. Den könnte man schon in die erste... Ach, in die zweite holen. So krass einfach, ne? Gehen alle hoch. Also Josef Thomas
Ich weiß nicht. Also Jungs, das ist schwer, hier einfach Leute rauszukicken, ne? Guck mal, wie viele Links im Mittelfeld wir haben. Und die haben alle Potenzial. Ich kann die nicht alle so auslöschen. Nee, das geht gar nicht. Boah, das ist schon nicht einfach. Bin ich ehrlich. So. Ist alles nicht einfach. So, den gebe ich jetzt erstmal den Torben. Torben. Marzian. Hast du noch ein Bild von dir? Musst du mir schicken. Ich habe leider keins mehr. Torben Marzian, jetzt bist du auch wieder da. Ich hoffe, dass du auch mal dran bleibst, Junge. Nicht, dass du wieder verschwunden bist. Zack. Ja, wie gesagt, das ist nicht einfach und da müssen wir uns in der nächsten Saison richtig Gedanken drum machen, würde ich sagen. Ja. Sind noch sehr, sehr viele Spiele. So. Ach so, noch was zu den Bannern. Ich habe da so ein nettes Bild gefunden im Internet. Also, es steht, voilà, Montag ist Haram. Montag ist Mauslüchter, Montag 18 Uhr Kinderturnen. Montag Brust und Bizeps. Selbst mein Friseur hat am Montag frei. Montag 20.30 Uhr fehlt nur noch Helene. Bettschein einlösen, einziger Kick am Montag. Keine Fotos, bin krank. Montag ist verplant. Freibier im Saunaclub. Wer RB ein Tag, wär's Montag. Fußball am Montag ist wie Urlaub in Offenbach. Fanplakate zum Montagsspiel. Ja, und dann habe ich noch was Nettes gelesen. Montag ist für Wrestling da. Hm? Also an die Leute, die Wrestling gucken. Und Raw ist ja natürlich von Montagnacht auf Dienstag, ne? Also, kann man nicht vergleichen, aber ist scheißegal. So, lassen wir das. So, gut, also würde ich sagen, also Leverkusen ist der nächste Gegner. Konaté, der ist so weit wieder fit, also angeschlagen, sondern nur ein bisschen. Thiago müssen wir wieder einen Einsatz geben. Natürlich auch Sauri, das ist echt so ein Hin und Her zwischen den beiden, ne? Hier ist erstmal ein Spiel rein in Leverkusen. Modus natürlich wie immer und gebt euer Bestes, Freunde. Wir begrüßen die Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen. Hier ist die Werkself und die Lausitzer. Der vierte gegen den zweiten. Leverkusen gegen Cottbus. Bayern hat ja Beşiktaş Istanbul 5-0 weggeklatscht, einfach so. Und in dem anderen Spitzenspiel Chelsea 1-1 gegen Barcelona. Also was war da denn los? Das war richtig krass, oder? Also ein Spitzenspiel in 1-1 ist schon, ja, heftig, ne? Erste Chance jetzt hier für Leverkusen. Lapsus von Lirussi, der bringt Cananoglu ins Spiel. 19 Meter Schuss, knapp vorbei. Direkt zwei Aktionen für Lirussi. Beide scheiße. Ja, nächste gelbe Karte hier. Michael Lang, und wir müssen aufpassen, dass wir nicht bald mit einem Mann weniger stehen. Michael Lang habe ich die Woche auch mal gelesen, dass irgendjemand dran interessiert. Dann habe ich noch zwei Aktionen, also zwei Sachen vom HSV gelesen. Diekmeyer wird ja nicht verlängern, der wird wohl gehen. Und Sakai will wohl auch gehen, habe ich gelesen. Was? Ja, tschüss Michael Lang. Du hast es aber auch, Junge. Mach's gut. Tätigkeit. Selber schuld, Junge. Beide Male gegen Ismail Asaoui. Krass, ne? Trotzdem die Chance für Leverkusen. Ecke von links, Hakan. Nastasic kann da Henrichs Granos und beim Kopfball behindern. Jawohl. 3 Meter am Kasten vorbei. Sehr schön. So, wie gesagt, Discord-Channel ist eingerichtet. Könnt da draufklicken auf den Link und kommt vorbei. Henrichs fällt auch aus. Geil. Können wir gerne quatschen. Schreibt mich da an. Ihr könnt mich gerne adden im Discord. Mein Name natürlich wie immer Grauersaut, ne? Ja. Weißt du, Henrichs raus. Ach komm, Naby Keita, ist ja kein Ding. Da können wir doch locker mal, ne? Nachlegen. Was hat denn der Henrichs gehabt? 79. Ach, scheiß auf die 2 Punkte, sagt der Roger Schmitti, der Roger. Hat er auch einen nach China geholt, wa? Irgendeinen mit einer Klausel. Das heißt, wenn er den Verein wieder verlässt, kann er wieder zum einigen, sag ich mal.
So, 19, 16 Meter hier. Boah! Benesch. Sehr geil. Auswärts asozial. Was habe ich gesagt? Ja, Roger Schmidt ist ja Trainer in China und er hat sich da wohl einen Spieler gekauft jetzt. Der, soll ich das sagen? Ja, eine Klausel im Vertrag hat. Das heißt, wenn er da nicht mehr spielt bei dem Verein, wechselt er automatisch wieder zurück. Das AS Rom war? Bin mir gerade nicht sicher. Egal, Düker taucht alleine vor Leno auf, statt zu schießen, noch einen Haken. Komm auf einen anderen Fuß. Ja, das möchte ich. So möchte ich das. Juhu! 2-0, Jungs. Perfekt. So ist das geil. So liebe ich das. 2-0, Düker. Ja, und morgen haben wir dann noch zwei Spiele in der Champions League von Sevilla und Manchester United und Schachtja Donetsk gegen AS Rom. Da werde ich mir, glaube ich, auch nochmal geben. Ich gucke im Moment sehr gerne wieder Fußball. Eine Zeit lang habe ich so fast gar nichts mehr geguckt. Außer Schalke gar nichts. Und jetzt, ja, geht's so langsam wieder vorbei. Also, geht wieder los. Ja, hier, guck mal hier, Benesch. Ja, Nachschuss? Jawohl, 3-0. Alter, das kann nicht wahr sein. Düker. Düker ist back, Freunde. Richtig geil. Ja, die sind einmal weniger. Ein wichtiger Mann hat sich verletzt. Jetzt geht der Schützenfest los. Ja. Auf der rechten Seite geht Lerussi durch. Aber Leno pariert. Dann habe ich noch was gelesen hier mit dem Langzeittransferwunsch, den Bremen hatte mit ihren Typen hier, Sané oder so hieß er. Wechselt jetzt eiskalt in die MLS zu Orlando. Ja. Dann ist das auch vorbei. Und die sagen ganz einfach, das ist der Mann, den wir brauchen und den wollen wir haben. Dann soll das so sein und sind alle glücklich. So, Lerussi, gelb vorbelastet mit Note 5. Würde ich schon gerne mit zwei ZMs spielen, aber jetzt noch nicht. Ja, was kann man denn noch so sagen? Was habe ich noch gehört? Ja, Schalke hat sich wieder ein amerikanisches Talent geleistet. Die haben jetzt, den einen haben sie, Haji Wright haben sie verliehen. Stimmt, haben sie am Anfang der Saison schon gemacht. Spielt, glaube ich, bei Sandhausen oder Aalen, bin mir gerade nicht sicher. Dann haben sie noch ja, den West McKenney geholt. Damals und Niklas Taigao E oder so ähnlich. Und dazu wollen sie sich den vierten Ami ranholen. Das ist richtig geil. Warum nicht, oder? Warum nicht? Ihr habt mal gesehen, Bittencourt schön auf Düker, zweite Etage. Jungs, man merkt doch meine Freude heute, wie ich einfach rede. Ich bin einfach glücklich. Boah. Benesch spuckt symbolisch in die Hände, nimmt 5 Meter Anlauf. Und? Boah. Das hatten wir aber auch noch nie. Bernd Leno weiß instinktiv, dass er diesen Schuss niemals fangen kann. Taucht aber unglaublich schnell ab und boxt das Leder mit beiden Fäusten aus der Torecke. Sehr schön für ihn. Für uns nicht. Eckball für uns jetzt. Note 1 für Baba, das sieht man gerne. Eckball jetzt durch Starzev. Elvedi geht dem Ball entschlossen entgegen, erreicht ihn vor Düker. Flugkopfball. Ananarama. So. Warum auch nicht? Aber nein! Guck mal hier! 4-0. Und so kann er die Ecke von Starzev klären. Aber der Ball landet von den Füßen von Leonardo Bittencourt, der mühelos abstaubt. Und hier ist doch nicht, Schluss. Benesch sieht Bittencourt, dessen Flanke erwischt Düker mit dem Kopf. Es ist Leno zu verdanken, dass es nicht 5-0 steht. Okay, gucken wir uns das mal an. Tauschen mal einen Baba mit Starzev. Starzev spielt dann da. Bringen wir erstmal einen Pascal rein. Baba hat heute Schicht. Und Note 1,5 dankt er ab. Wechseln wir einfach mal in der 54. Minute. Beim Stande von 0-4 für Cottbus. Kann man mal machen, ne? Geht munter weiter. Weiter Ball von Lerussi nach vorne. Missverständnis zwischen Kehra und Leno. Bittencourt nutzt die Verwirrung. 5-0. Hör mir auf jetzt. Mega geil.
Ey. Wenn wir so weitermachen, stehen wir bald ganz oben. Wenn die anderen patzen. 59 sehen. Alter, was macht ihr? Bittencourt bekommt den Ball auf links, sieht in der Mitte seinen Kollegen, schiebt rüber. Benesch ist vor Elvedi da. Sechs Ball. Haben wir schon mal so hoch gewonnen? Wir deklassieren hier richtig Leverkusen. Die Chance jetzt noch Thiago zu bringen. Alter. Benesch, Düker, Bittencourt, Bittencourt, Benesch. Was ist hier los? Gute Flanke von Asaui auf den Kopf von Düker. Drüber. Ich glaube, mein höchster Sieg war irgendwas mal hier im FM. Weiß ich gar nicht. 7-8-8-1-8-0. Und da halt dieses Freundschaftsspiel, was wir immer hatten. Habe ich ja mal auf Instagram gepostet. Wer Bock hat, schaut da mal nach. Wer nicht, auch nicht schlimm. Bei einer Kofferverlängerung schläft Kehrer. Benesch kann leider auf Leno zulaufen. Kehrer setzt nach. Unser Ex-Spieler, ne? Was hat denn der hier für eine 84? Und es geht munter weiter. Die haben Bock, die Jungs, einfach. Die nächste Ecke jetzt, Starzef. Na? Kehrer setzt sich durch. Na? Landet vor den Füßen von Benesch? Alter! 7-0! Das ist ja... Das darfst du keine erzählen. Darf ich das überhaupt hochladen? Was ist denn los mit der Mannschaft? Das kann ich nicht glauben. Ich bin noch Klaus. Was denn jetzt? Alter, hätte der jetzt noch eine Bude gemacht, ne? Krass. Benesch, Düker, Düker, Bittencourt, Bittencourt, Benesch, Benesch. Ne. Ist das Leverkusen? Wegen der roten Karte? Die haben auf der rechten Seite niemanden. Außer Bellarabi, aber in der Verteidigung ist niemand. Das tut mir schon ein bisschen nicht leid. Muss ich schon vom ganzen Herzen nicht sagen. Eins zu sieben. Nabi Keita. Und sofort nach dem Tor sind sie verunsichert. Aber sie haben ein Tor geschossen und sind direkt wieder verunsichert. Haben wir das gerade wirklich gemacht? 84 sehe ich jetzt. Da passiert nicht mehr viel. Ich hoffe, das reicht jetzt auch. Also ich wünsche es mir. Ja komm, wir können es ja, ne? Was wird das für eine Folge, bitte? Also, das ist die Jahrhundertfolge hier, ey. Baumgartel klärt noch zur Ecke. Maia mit 2,5, schön. Klaus 4,5. Rinken 2, das ist gut. Das wird ziemlich gefährlich. Müller fliegt ja ran, prallt gegen Pfosten, ne? Ja, ja, misshandelter Kopf, bla bla bla. Ball wird von Baumgartel geklärt. 7-1. Glaube ich, der höchste Auswärtssieg in der Geschichte Energie Cottbus. Ich sag nichts mehr, also das ist echt Überraschung jetzt. Guck mal, Leverkusen hat einen Spieler verloren hier. Michael Lang nach 12 Minuten. Erste Tor nach 26 Minuten. Alter. Dreimal Benesch, zweimal Bittencourt und zweimal Düker. Junges Gold wert. Ich kann es immer nur wiederholen. Wer das gesagt hat damals... Alter. Das darf nicht wahr sein. Das darf echt nicht wahr sein. Ich muss das mal knipsen. So. Ergebnisse.
Ein Punkt hinter Gladbach. Wer ist denn unser nächster Gegner? VfB Stuttgart auf Rang 13. Und was hat Gladbach immer 1-0 gewonnen? Bayern gewinnt gegen Schalke 1-0. 1-7 gewonnen. Das ist nicht möglich, oder? Hier. Historie. Nee, der Verein. Ja, Rekord Auswärtssieg 7-1. Im Jahre 2022. Rekord Heimsieg war mal 8-1 gegen Erfurt. Stimmt. Stimmt, da war mal was. Ja, 4-0 Frankfurt, Hertha, 0-0 Mainz, Leipzig und Bremen verliert. Und Sanchez Spiel Nummer 100. Spieltag Statistik. Benesch, Bittencourt, Baba. Sehr geil. Beste Spieler und Düker kommt ran an Ut. Auf Platz 2 ist er schon. Boah, das... Ohne Scheiß. Ich bin gerade echt sprachlos so ein bisschen. Das habe ich noch nie erlebt. Also schon lange nicht mehr. Auch in privaten Spielständen, dass man einfach so ein Spiel hatte, wo man so eskaliert ist. War, ist einfach nur krass, muss ich sagen. Freue mich natürlich. Natürlich. Das hier alles gemacht, gespendet. Wollen wir Benesch was sagen? Nee. Bittencourt? Auch nicht. Haben wir schon alles so gesagt. Da. Die Präsident teilt ihn mit, wie begeistert er über das Ergebnis gegen Leverkusen ist. Er hatte großen Spaß daran, nach dem Spiel mit den anderen Mitgliedern, dem Vorstand, auf Erfolg anzustoßen. Kann man das glauben? War einfach überragend, ne? So. Finn Bogason. Sehen wir hier. Den jungen Finn Bogason. Die Reserve gewinnt 2-1. Nice. Ach, guck mal hier. Was ist das denn? Fußballer des Monats ist der Benesch, ist unser erster Spieler, der mal überhaupt in der Auswahl war. In diesem Let's Play, ne? So. Nächster Gegner, VfB Stuttgart. So. Wir machen die Nachrichten rein. Jungspieler entdeckt. Nehmen wir natürlich auch wieder mit, ne? Fußballer des Monats ist Benesch gewonnen. Gewonnen? Obwohl das ja da gar nicht stand, ne? Naja, egal. Voting abgeschlossen. 100T noch angeschlagen. Ja, alles gut. B-Jugend gewinnt 3-2. Zwei Tore von Bastian Timm. Eins von Steffen Schäfer. Reserva 2-1 gewonnen. Tore von Joik und Peso. In Dynamik. Wir haben doch erst geredet mit den Jungs. Trainiert. Inkens. Bababab. So. Nastasic. Und für ihre Gehälter haben wir hier noch Sauri. Da müssen wir auch mal ein bisschen Geld zahlen. Wir müssen mal schauen, wie wir das im nächsten Spiel machen. Erstmal würde ich sagen, das war's für diesen Part. Jungs, ich... Es war einfach geil. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das war Eskalation pur. Also haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Grauer sagt bye bye. Tschüss.